Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einem weiteren Lotus-Video hier im Jahre 2021. Wir sind angekommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid natürlich gut reingerutscht und hoffe, es ist soweit noch alles dran. Es ist alles heile und ihr seid natürlich noch topfit und topgesund. Dementsprechend, hier hatten wir im letzten Jahr am 24.12. uns natürlich die neuen Updates hier angeschaut von den Lotus Simulator, dass wir jetzt ja nun einsteigende Fahrgäste haben, und es gab natürlich aber auch neuen Content von Düsseldorf. Dementsprechend haben wir uns die beiden Straßenbahn-Typen angeguckt. Jetzt wollen wir uns heute mal in der Folge mal den neuen Streckenabschnitt angucken, der natürlich mit dem Update dazugekommen ist und den wir hier ein bisschen verschwitzt haben tatsächlich, und das möchte ich jetzt dementsprechend ein bisschen nachholen, und dementsprechend starten wir heute am Hauptbahnhof und fahren das neue Teilstück hier erstmals ab. Dementsprechend stellen wir mal ein, rüsten hier mal soweit auf und hoffen, dass das Ganze hier heute funktioniert. So, wunderschön. Wir können hier schon mal loslegen. Licht an. Und wir ziehen mal vor. Es gibt leider keinen schönen Zielcode, den ich hier eintippen kann oder was wie Fahrschule, Sonderfahrt oder sonstiges. Ein bisschen schade, ist nicht in der FIS-Datei mit drinne, aber soll uns jetzt ja heute auch nicht stören. Denn uns, wie gesagt, geht es heute natürlich nur um, ja, den neuen Teilstück. Wir sehen hier schön mit Bogestra Repaint in, ja, weiß-rot-grau und so ein bisschen. Sieht schon echt edel aus. Dafür, dass das anfangs mal so ein KI-Fahrzeug nur war, jetzt als vollständiges Fahrzeug integriert, ist natürlich schon absolut hübsch, absolut nice hier alles. Und das sieht auch noch richtig edel aus, wie das Ganze. Also da kannst du mir sagen, was du willst. Ja, wenn man sich das Bild mal so anguckt, auch mit den ganzen Schatten, wie sich das Ganze so verhält, und das ist schon richtig hübsch. Und es läuft zudem auch noch alles echt richtig gut. Ja, wie gesagt, wir starten jetzt hier am Hauptbahnhof, fahren jetzt in die Wendeschleife rein, werden dann ein Stück wieder zurückfahren, fahren dann erneut in die neue Wendeschleife, die es jetzt ja hier gibt, und werden dann nochmal zurück zum Hauptbahnhof fahren, um dann wieder in die Wendeschleife zu fahren, und dann fahren wir nochmal zu guter Letzt das komplett neue Stück, bis wir dann an dem Jan Wellernplatz, glaube ich, wieder ankommen. Und dementsprechend hier so, ja, die ein oder andere Haltestelle jetzt dementsprechend jetzt hier auslassen können. Wie gesagt, das hatte mir der Phasus gezeigt gehabt hier, den neuen Fahrweg. Ich wusste davon gar nichts, muss ich gestehen. Bis er dann mal gesagt hatte, ja, ey, da ist was gekommen. Ja, und dachte mir so, okay. Das hört sich nice an, interessant. Das will ich mir gerne angucken. Deswegen ignorieren wir mal jetzt so ein bisschen auch mal hier so ein bisschen was und genießen hier einfach mal so ein bisschen die Mitfahrt hier im wunderschönen Lotus Simulator. Und wie gesagt, also wenn ich mir das hier alles anschaue, dann weiß ich, warum ich den Lotus Simulator so abgrundtief hübsch finde. Ja, also man merkt dann doch schon den Unterschied, ja, dass den Lotus immer oller und älter und hässlicher wird, ja, wenn man sich denn im Vergleich jetzt von dem Release von Lotus Simulator jetzt so 2 Jahre später sich jetzt mal das hier anschaut, dann hat sich da ganz schön was getan. So, wir müssen allerdings nur aufpassen, dass wir auch die Weiche jetzt richtig stellen. Wundervoll. So, und zwar müssen wir nämlich da vorne jetzt nämlich aufpassen, wir dürfen nicht nach rechts abbiegen, sondern wir fahren jetzt nämlich geradeaus weiter, Leute. Und das ist es nämlich. Das ist nämlich der neue Teilabschnitt. Und dadurch, dass wir in der ersten Folge ja nur bis weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie die Haltestelle hieß, aber wir sind ja auf jeden Fall ja nicht komplett zu Ende gefahren, deswegen ist mir das auch komplett entgangen. So, normalerweise würden wir jetzt ja hier nach rechts wegfahren. Das ist jetzt Geschichte. Ich würde mal aber sagen, wir springen mal jetzt in unser Cockpit rein, um das Ganze dann dementsprechend jetzt auch vom
an Bord denn dementsprechend zu sehen. Dementsprechend, wenn wir hier ziehen uns nochmal die Weiche, dann geht es nämlich nach links rum. Und fahren jetzt hier in so eine Art neue Wendeschleife rein, um dann praktisch wieder zurück zum Hauptbahnhof zu kommen. Aber wie gesagt, das hier, Leute, das ist neuer Content. Noch nicht so 100% fertig gebaut. Wir sind zu schnell gerade hier rein in die Wendeschleife. Also was heißt Wendeschleife? In die Straße hier abgebogen. Ihr seht es hier, wird weiter gebaut. Ne? Hier geht es dann weiter. Wir drehen jetzt allerdings schon wieder nach rechts ab. Ich sehe aber, da ist ein Knöpfchen, welches wir drücken können. Dementsprechend wollen wir das mal tun. Wir müssen, oder? Müssen wir schlüsseln? Ja, sieht so aus, ne? Hier ist auch ein Schlüsselsymbol. Dementsprechend, ah ja, hier wollen sie nämlich nach links abbiegen. Macht sich dann natürlich ein bisschen schlecht. Und wir dürfen. So, und es geht wieder nach rechts rum. Und jetzt fahren wir wieder zurück zum Hauptbahnhof. Also, wie gesagt, mal kurz gedreht, neuer Spawnpunkt wahrscheinlich hier drinne. Großartig. Auch schon mit Kopfschildpflaster und alles, was hier gebaut hier. Ja, das ist schon echt edel. Leider natürlich hunderte von... jetzt sind wir ein bisschen schnell jetzt über hier die Weichen gefahren. Ein bisschen zu viele Enten hier. So. Also wie gesagt, jetzt sind wir hier schon wieder am Hauptbahnhof. Gut, wir drehen nochmal, würde ich sagen. Und schauen uns denn jetzt nochmal den komplett neuen Abschnitt an. Wie gesagt, also ich denke mal, hier wird ein neuer Spawnpunkt denn sein, wo man dann zukünftig denn einsetzen kann. Also das Zusammenspiel so mit Licht und Schatten, das hat schon, das fixt mich echt an. Ja, das sieht echt nice aus. So. Dann wir in die Wendeschleife und dann geht's schon wieder zurück. Manfred bleibt stehen, das ist ja mal was. Das ist ja mal Luxus. Das finde ich auch halt ziemlich nice, dass die Menschen sich jetzt hier mittlerweile bewegen, ja. Nicht wie in Omsi oder sowas, ja, dass die dann einfach da schnurstracks stehen bleiben, ne. Die bewegen sich halt auch jetzt an Haltestellen und alles sowas. Das ist schon echt großartig. Guckt euch doch dieses Bild an, ja. Meine Güte. Vielleicht, hier haben wir es ja dieses Jahr mit Lotus. Vielleicht kommt dann noch so eines der wichtigsten Features in meinen Augen. Einmal die Fahrpläne bitte. Und dann könnte man tatsächlich so KI-Züge oder sowas, also jetzt eine KI,
Kollegen oder sowas. Darauf könnte ich halt gut verzichten erstmal, weil das halt man, das kann man halt mit Multiplayer dann immer so. Aber so der Fahrplan, wenn der Fahrplan noch kommt, dann ja, dann könnte man wirklich dann schon anfangen, erste Leitstellenfahrten zu machen. Weil es natürlich die Strecken gibt dann halt. Ne? Das ist immer noch so ein. Auch mal so. Jetzt willst du ja nicht immer nur in Düsseldorf rumfahren. Ne? Und da poltert's. So, wir springen mal wieder zurück in unser Cockpit. Und fahren jetzt nochmal geradeaus rüber. Diesmal aber. Hier fehlt mir leider das Poltern, so wenn du halt über die anderen Gleise rüberfährst, so ein bisschen. Aber hier, wenn du halt in die Kurven gehst, halt dieses Vibrieren halt, das ist schon echt toller Ton. So, wir wollen jetzt aber geradeaus weiter. Und damit befinden wir uns jetzt, wie gesagt, im neuen Teilabschnitt. So. Abgebremst hier. Ja, na, wie gesagt, mal gucken, was uns dieses Jahr denn jetzt hier mit dem Lotus-Simulator erwartet. Ich meine, wir sind schon echt gut weit vorangeschritten hier. In den 2 Jahren ist ja doch schon einiges passiert, wenn man sich mal so ein bisschen so den Rückblick wirft. Ich meine, also bei ehrlich, viele hat Lotus auch vergrault, ja. Also die haben wahrscheinlich, wollen nie, wahrscheinlich nie wieder was mit Lotus zu tun haben. Die anderen, die sind dann wahrscheinlich dann eher rübergegangen zu Tramsim oder sowas halt, ne, weil wegen München und Co. Ja, das ist dann natürlich immer alles ein bisschen ärgerlich, denn aber ich denke mal, eine große Spielerzeit wird trotzdem entweder oder ist bei Lotus oder wird auf jeden Fall wieder zurückkommen zu Lotus, wenn Lotus dann dementsprechend auch fertig ist. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wie gesagt, und gerade wenn man sich so die Bilder anguckt hier mit der Sonneneinstrahlung und den Schatten und alles was, sieht das schon echt edel aus. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen Speed geben. Ja, so viel Speed nun auch wieder nicht. Ich kriegst es bei denen gar nicht mit, ja, wie schnell der unterwegs ist. Ja, hier fehlt noch eine Ampel für uns. Nächste Bahnhof hier, Haltestelle für uns. Hier sehen wir noch halt einige Texturfehler und so weiter und so fort. Ne? Wollt ihr einsteigen oder wollt ihr lieber draußen bleiben? Weiß er nicht. Na ja, steigen mit ein. Kommt rein, kommt rein. So. Wir haben zwar Fahrt, normalerweise müssten wir jetzt hier aber nach rechts. Also wir fahren ja jetzt auch nach rechts. Weil wir jetzt nicht fahren dürfen. So, und da sind wir dann auch schon angekommen. Wir werden jetzt hier noch an diese Haltestelle ranfahren und dann zeige ich euch gleich, wo wir sind.
Aber wahrscheinlich werdet ihr es schon erraten haben, wenn ihr sowieso nicht schon davon wusstet. Na, aber für den einen oder anderen, ja, der das vielleicht, dem es vielleicht auch entgangen ist, weil man sich so sehr über diese neuen Fahrzeuge gefreut hat, die jetzt hier mit ins Spiel gekommen sind, kann man das schon ja ein bisschen vernachlässigen. Ich meine, es ist jetzt natürlich keine Weltneuheit. Wir haben jetzt hier keine 20 Kilometer neue Strecke oder sowas. Ne? Es ist halt nur so eine kleine Umfahrung, die wir hier drin haben, die zudem halt auch noch nicht fertig ist, ne? Durch die ganzen Fehler-Splines, die wir hier drin haben. Ja, da muss natürlich noch mal ein bisschen was gemacht werden, aber ja, ein neues Teilstück ist drin. Ja, also von daher kann ich das eigentlich schon sehen lassen. So, dann wollen wir mal die Türen aufmachen. Und ja, normalerweise wären wir jetzt von hier gekommen, von der Seite hier. Ne? Das können wir jetzt hier dementsprechend halt vom Hauptbahnhof komplett umfahren. Ne? Also wir kommen von hier und würden jetzt hier jetzt reinfahren nach links. Ne? Jetzt kannst du aber auch einfach hier geradeaus weiterfahren und in den richtigen Weg fahren. Ne? Also könnte man jetzt zum Beispiel auch mal so ein bisschen mit irgendwelchen Chrono-Events zum Beispiel jetzt hier arbeiten oder sowas. Hier ist eine Baustelle oder sowas. Ja, dann kannst du die Züge da weiterleiten. Das ist eigentlich schon eine ziemlich coole Sache. Ja, und wie gesagt, ist ein bisschen dran vorbeigezogen, dieses neue Update. Ja, aber soll uns jetzt ja nicht stören. Jetzt haben wir es ja gesehen und ihr wisst zumindest, ja, dass ihr jetzt da auch langfahren könnt. Ich bin mal gespannt, auch nicht nur Lotus, sondern wie sich auch dieses Jahr Tram Düsseldorf weiterentwickelt. Ja, ob wir auch dieses Jahr vielleicht mit neuem DLC rechnen können, hier im Lotus Simulator. Also, wenn ihr all sowas wissen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall hier auf diesem Kanal bleiben, denn wir werden euch natürlich dahin gehend weit auf dem Laufenden halten, wenn es da was Neues gibt. Und ja, dementsprechend bedanke ich mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da oder schreib es auch gerne in die Kommentare. Freue ich mich bei beiden drüber. Und sonst sehen wir uns dann dementsprechend im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge Lotus, dem Simulator. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass du dabei warst. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.